Findet ihr mein Profilbild? Sagt nichts Falsches. Wir sind, by the way, jetzt gerade stehen geblieben. Wir sind voll und ganz aktuell storytechnisch bei den... beim Porsche. Ja, wir sind bei den Porsches stehen geblieben. Und oh, I remember. Wir fahren aktuell unseren 911er GT3 aus 2009 und müssen eine Menge erledigen. Und zwar, ich glaube, wir müssen noch 3 Porsche-Modelle freischalten. Und wir sind im letzten Wettkampf, der sehr lang gedauert hat, sind wir leider stuck. Also wir haben das leider verloren, weil es am Ende geregnet hatte und wir hatten sehr große Probleme, beim Regenschauer mitzuhalten. Ich hoffe, dass wir jetzt mit einer schönen Tour eine Runde Nürburgring, dass wir das hinbekommen werden. Leute, drückt mir die Daumen, Nürburgring. Wir müssen es in die Top 3 schaffen. Und wir fahren mit unserem 911er Porsche GT3, den wir... Oh nein, ich fahre 2 Sekunden, Bro. Das ist die erste Meldung, die ich bekomme. Ich muss aber sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Porsche. Ich finde, handlingtechnisch ist der super, aber was soll man auch anderes von Porsche erwarten, muss ich sagen. In egal welchem Racing-Game, hat mich noch nie enttäuscht. Und ja, auch gerade handlingtechnisch super, super angenehm immer zu fahren. Wenn ich aber gerade sehe, dass uns 33 Sekunden auf Platz 1 fehlen, dann kriege ich doch schon ein leichtes, unangenehmes Gefühl im Kopf. Und wir uns jetzt noch mal, immer noch an den hinteren Platzierungen hier Zähne ausbeißen müssen. Alter, was ich hier fahre, Bro. Ich fahre GTA oder so. Jetzt müssen wir halt einfach richtig gut ballern. Boah, Digga, was ist denn jetzt hier für ein Ozean auf der Strecke? Let's go. Und auf der Geraden ziehen wir ab, Mann. Weg mit dir. Let's go, Leute. Bist wirklich wie ein Tiger gekämpft. Krasser, dich hole ich auch noch, Mann. Ist mir so egal, Leute. Ist mir so egal. Ich muss das jetzt so machen, weil Controller sonst alles. Let's go. Porsche. Ja, Leute, ganz ehrlich, geiles Ding. 35.000 mitnehmen. Und wir haben die Millionen geknackt, Leute. Danke für den coolen Moment. Gut, lass mich ran. Jetzt scheint die Sonne komplett. Oh mein Gott, ja, das ist jetzt die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Ich fahre mit Inter. Ich werde euch so sagen, ne, es wird ja anfangen zu regnen und jeder wird von euch sagen, Basti, du bist so ein erfahrener Autorennfahrer, wie du das gerochen hast. Und einfach nicht wie jeder andere aufs blöde Wetterradar geguckt hast. Ja, ja. Ja, guck mal, wie ich hier abziehe mit den Inters. Ha? Zacko. Zack, vorbei. Alles gut, 3. Platz. Und es fehlt uns nur noch ein einziger Porsche. Ja, 14.000 ist doch okay. Sag ich dir ganz ehrlich. One to go. Lars, danke dir für 27 Motor. Mindestens semi-slick. Ja, Elektrik. Vielleicht nicht verkehrt, aber ich gehe mal heute lieber auf die Semi-Weich oder wofür auch immer SW jetzt gerade steht. Oh, Sonnenbrille brauche ich. Komm jetzt her, Junge. Wir wissen alle, wie das am Ende ausgeht, mein Bester. Wenn du jetzt noch länger vor mir chillen willst, kriegst du am Ende nur eine Schramme ins Auto. Macht auch Fun. Ja, dass die Aufgaben jetzt halt immer ein bisschen komplexer werden. Aber ich freue mich schon auf die ersten Rennwagenrennen. Weil das ist jetzt noch alles Straßenbahn. Hast nochmal Glück, Karaza. Den gönne ich dir den Sieg heute. Oh, aber alles gut. Souverän zu Ende gefahren. War nicht eine Schramme am Auto. Ein Stern-Roulette-Ticket? Ziehen wir erstmal unser Ticket, Leute. Ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Glückspilz, wenn es darum geht. Das ziehen wir jetzt, $500. Boah, eine Dublone? Oder vielleicht einen neuesten Renault? Das, ich glaube, das ist gar nicht so wenig. 10 oder 20? Haben oder nicht haben, Leute, ne? Sag ich da ganz ehrlich. Sammlung Supra. Es geht wieder nach Japan. Nice. Okay, Leute. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, mal ein bisschen was zu kaufen.
Real Talk, ich nehme nach meinen Gefühlen, ich hab die ganze Zeit diesen einen M6 im Kopf, weil ich ihn einfach optisch wirklich traumhaft schön finde. Wir gönnen uns unser erstes richtiges, teures Auto. Und ich glaube, für den Preis, für 450k, geht es sogar noch in Ordnung. Leute, wir gönnen uns M6 GT3. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Stufenaufstieg. Na dann, fahren wir mal mit unserem neuen BMW M6 GT3. Müssen wir jetzt gucken, was jetzt für andere Autos hier fahren. Aber das ist unser erster Turbo. Bro, aber da fahren auch krass andere Autos. Guck mal, was hier noch mitfährt. Die anderen hätten sich das ja auch holen können. Digga. Oh mein Gott. Der Schaltsound ist so sexy. Wir haben, by the way, 5 Runden vor uns. Boah, es bockt schon. Ne? Und wenn man weiß, der hat normalerweise nochmal 25% mehr. Das ist schon geil. Aber trotzdem sind wir erst auf der 7, Leute. Da muss noch was gehen. Digga, wie geil klingt der? Also auf der kurzen kommt der so viel stärker raus. Junge, das sieht so geil aus, ne? Geil. Ja, der klingt schon böse, ne? Ah, der Motorkraftbegrenzer, der sorgt auch dafür, dass ich weniger ausbreche. Ja, aber das ist ja voll gut. Einfach immer kaufen. Oder dazu einstellen. Ja, Bro, der war gerade die ganze Zeit noch Erster. Jetzt ist der hier auf der 14. Boah. Auch schöne Aussicht hier. Sorry, Bro. Boah, was ist das für eine kranke Aussicht. Mit dem Auto komme ich echt gut, klar. Das fährt sich echt sehr, sehr gut. Naja, so einer ist das, ja. Ja, der klingt so absolut geil. Also auch interessant jetzt wirklich, also. Ey, ich finde, der Supra sieht echt sehr, sehr cool aus. Die Reifen sind gefixt, for real, for real? Die Reifen sind zu 100% gefixt, das ist so nice. Das freut mich sehr. Wir fahren ja momentan unseren wunderbaren M6 GT3, den wir ein bisschen runtergetoggelt haben und auf unter 700 LP. Der hat nämlich ein Motorlimit, der hat 25% weniger Leistung. Aber der soll uns erstmal relativ wenig interessieren. Es gab ein langes, langes Update und was mich jetzt sehr interessiert ist, kriegen wir es hin, die National A Lizenz, die wir nicht auf Full Gold finishen konnten, weil wir haben die am Ende einfach so nochmal hingeklatscht. Wir haben National B auf Full Gold gemacht, National A nicht, weil es einen Bug gab. Und zwar zusammenhängend mit diesem Pickup. Dieser Pickup hatte leider auf einer Rallye-Strecke die falschen Reifen. Hat er mittlerweile die richtigen Reifen drauf? Bitte, 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 bitte sagt mir, dass die das jetzt hier gefixt haben. Wir gucken mal. Ich glaube, es müsste irgendwie MT draufstehen. Er hat die Mud Tires drauf. Er hat sie. Das heißt, es ist jetzt für uns machbar. Und wir können jetzt endlich wieder ein bisschen Lizenzen grinden. Und werden auf jeden Fall probieren, das alles hier auch nochmal in dieser Lizenz auf Gold zu finishen. Auch wenn es am Ende jetzt kein Auto geben sollte, was für uns vielleicht ultra relevant ist. Oder irgendwie noch insane gut ist. Aber guckt mal den Vergleich. An die Leute, die wissen, als wir das wirklich eine längere Zeit probiert haben, ohne diese Reifen, du bist viel mehr ausgebrochen, du bist viel mehr zur Seite raus, zack, zack, ultra anstrengend.
Aber so macht das Ganze schon mal ein bisschen mehr Spaß. Für Leute als Erklärung, weswegen wir Lizenzen überhaupt machen. Lizenzen musst du machen, um bei bestimmten Rennen mitmachen zu können. Du musst sozusagen qualifiziert sein. Das ist halt ja, wie ein Führerschein, racing-technisch. Also in Gran Turismo ist es einfach entscheidend für manche Sachen, dass du das eben so ranbekommst. Wie kann man das sagen? Irgendwie Trophäen sammelst. Es ist schon ein heftiger Unterschied, ne? Bumm. Junge, oha. Es hat halt voll die Motivation gefressen. Ich habe halt die ganzen Lizenzen jetzt nicht mehr weiter auf Gold gemacht, weil es gab halt immer wieder irgendeine Rallye-Sache, wo du nicht diese Matschreifen drauf hattest. Jetzt gibt's die wieder und jetzt macht's nochmal richtig viel Laune. Oh mein fucking Gott, ich kann nicht mehr. Digga, Hilfe. Wir saßen jetzt über anderthalb Stunden hier dran, glaube ich. Alright, cool. Und jetzt gibt es nur noch eine letzte Sache. Und zwar die Abschlussprüfung. Wir gucken mal. Wir haben es. Zweite Lizenz komplett auf Gold. Ich kann nicht mehr. Junge, es war so ein Hardcore-Krampf teilweise, muss ich halt ehrlich sagen. Alright, Leute. Wofür haben wir jetzt? Wir haben jetzt ungefähr, ja, roundabout über 2 Stunden gegrindet für ein Auto. Und zwar ein Auto, das uns die, ja, als Goldbelohnung. Was bekommen wir? BRZ. Ja, und wenn man es kaufen kann, nicht für 36k. So, Leute. Machen wir erstmal weiter. Mann, ich bin einfach den Honda mehr gefahren insgesamt als den M6 jetzt hier. Was fährt denn der? Oh. Alright. Das wird die 1. $35k. Kriegt man jetzt echt weniger Geld zu dem Patch? Reifen waren smart. Er sieht halt wirklich krass brutal aus. So. Oh, 4 Sterne, alright. Schönes Auto. Sehr, sehr schönes Auto. Meisterschaft Tourenwagen. Aber jetzt erstmal ein 4er-Ticket. Ob da mal was richtig Saftiges drin sein kann. Oh, Ferrari-Ticket. Oder ein Lambo. Okay, Bro, da sind jetzt aber... Nein. Ich freue mich sehr. Wir haben unseren M6 GT3 in der Racing-Variante perfekt runtergelevelt, dass er bei 600 LP roundabout ist. Und mit 600 LP werden wir beim WTC World Tuning Cup mitmachen. Das ist die große Meisterschaft. Da wird es auf jeden Fall nochmal sehr, sehr tough. Da fahren auch echt stabile Karren mit. Und wir müssen da jetzt mithalten. Ist Lautstärke okay? Ja, ist okay. Oh, alright, wir fangen an. Ja, es regnet ja jetzt schon. Na gut, da, Leute, da lassen wir also. Ich als alter Fachmann gehe natürlich direkt auf die Inters. Bob, Bob, sind aber jetzt. Da können wir ja natürlich nochmal ein bisschen mehr rausholen. Ein bisschen mehr Leistung. Sogar noch ein bisschen mehr. Machen wir mal 87. Alright, Freunde. Wenn ich ein bisschen lauter machen soll, sag Bescheid. Full Wets? Nein, alles gut. 5 Runden. Es geht auf in die Meisterschaft, meine Damen und Herren. Ein paar Tage nicht gedrived. Aber I try my best. Der Boden ist schon gut wet. Naja, wir haben ja auf jeden Fall eine Menge Zeit auch, alles wieder aufzuholen, ja? Und zack, haben wir den ersten Viper Coupé aus 06. Vamos, hä? Weg mit dir. Leute, eure Opinion zu Jaguar? Jaguar an sich irgendwie cool, aber irgendwie ein bisschen... So, vor uns ist Tom Grady.
Ein grüner Lambo. Noch nie gesehen. Oh, guck mal, wie schnell du ausbrichst. Ich fahre auf jeden Fall mit sehr viel Respekt. Sagen wir mal so, aber ist auch wichtig. Ich finde ehrlich gesagt, also neuere GTRs sehen Jaguar F-Types irgendwie ganz schön ähnlich, ne? Wenn ich jetzt mal vergleiche, was wir da vorhin überholt haben. Oder ist das eine Aussage, mit der ich für Aufsehen sorge? Boah, Junge, zieht der GTR ab auf der Geraden. Was hat denn der gecheatet? Habt ihr das gerade gesehen, wie heftig schnell der war? Oh, der GTR, der wird noch Probleme machen. Aber ich bin bis jetzt eigentlich sehr zufrieden, wie wir fahren. Frager, du bist als nächstes dran, ja? Boah, ja, was ist das denn hier mit seinem NSX, ey? Boah, der beschleunigt. Guck mal, wie der beschleunigt. Der hat Probleme. Der hat die Kurve echt nicht gut genommen. Das habe ich besser gemacht. Digga, was eine insane Runde. Oh, so holen wir uns die Meisterschaft, Leute. So holen wir uns die Meisterschaft. Im M6 GT3. Wie viel Kohle gibt's? Jawohl. 12 Punkte. Aber der GT3, der wird mir noch Sorgen machen. Er wird noch Probleme machen, Leute. Boah. So, was sagt das Wetter, meine Damen und Herren? Klarer, blauer Himmel. Alright, meine Damen und Herren. Aber auch kein Problem jetzt für mich. Nicht soft. Oh. Habe ich jetzt die falschen Reifen drauf? Ist es sehr schlimm, jetzt harte Reifen zu haben? Oder würde ich dir sagen, ist noch okay? Bro, guck dir die Scheinwerfer an. Er sieht von vorne, es sieht wirklich ein bisschen GTR aus. Linienführung auch. Jetzt aufpassen, keine Dirty Air bekommen. Ey, sorry, Bro. Das Geräusch. Oh. Hab den ersten vor der Villa wie englische Fußballvereine. So weit, so gut, aber hier auf der 11 fühle ich mich noch nicht so wohl. Ja, come on. Willkommen, Virex. Jungs, ich will gar nicht so lange stören, ne? Boah, das ist so gut, come on. Will er denn hin? Ja, zum Abschluss die schlechteste Rundenzeit. Dritter. Okay, wo ist der GTR? Oh, weit hinten. Weit neunter. Was ist denn da los? Aber der NSX, der jetzt erster wurde. Okay, aber alles gut. Gallo. Ja, der NSX ist jetzt halt vorne mit dran, ne? Boah, der GTR holt jetzt nur 2 Punkte. Und Frager hat 10 geholt. Krass. Dass die anderen Autos jetzt stabiler wurden. Gut, Leute. Basically ist jetzt, ja, wird sehr entscheidend. Wir müssen aufpassen. Gallo darf nicht vor uns sein. Oh, was nehme ich für Reifen? Lieber auf Nummer sicher mit den Inters fahren. Ich gehe auf Risiko. Und wir spielen auf Inter. Meine Damen und Herren, wir fahren mit Inters. Ich habe zu viel Respekt gerade. Das Wetter ist unberechenbar. Und ja, wir müssen einfach gucken, dass wir... Gallo, der startet auf der 1. Also... Alright, Leute. Ab geht die Post. 5 Runden haben wir Zeit, um das Ganze hier zu holen. Wir müssen uns die Meisterschaft eintüten. Oh, die Strecke kenne ich aber sehr gut. Weniger Chat, mehr Gewinn, so sieht es nämlich auch aus, hey. Oh, ich glaube, der Audi, der kennt mich noch. Aha. Schreib euch das Kennzeichen auf, du Kleiner.
das mal ganz ehrlich zu sagen. Oh ja, gute, gute Zeit. Beste auf dem ganzen Feld. Noch besser. Das gibt's nicht. Magalus vorne im NSX. Wir kommen mit gutem Tempo. Let's go, Leute, da gehören wir hin. Boah, der Heli, cool. Wir haben es, Leute. Wir haben die Meisterschaft. Let's go! Boom! Gallo auf der 5 sogar. Geil. Geil, geil, geil. Ja, mit Abstand hätten wir ja also. Hättest du mir vorher gesagt, dass 6 Punkte gereicht hätten? Also wir hätten einen rein. Leute, und jetzt gibt's nochmal ein nices Auto. Mal gucken, was es jetzt gibt. Ich bin so gespannt, was in der Story jetzt kommt. Nochmal 80k auf nass. Okay, Bro. Ey, ich finde, nur der A8 kann der große Jackpot sein. Die anderen beiden sind ja komplett zum... Komm, R8. Ja, also zumindest nicht der S8, aber... ich hätte schon gern den R8 gehabt. Und wir haben fast wieder 1 Million auf dem Konto. Mal gucken, was wir jetzt erstmal hier aufmachen, Leute. Was haben wir oben für... Was ist das für ein Auto? Oh, oh ja. Ja, Bro, gib mir lieber... Alles klar, gib mir mal... Ja. Glückwunsch zum Sieg beim Tourenwagen Weltcup 600. Ich habe Ihre Belohnung für Sie, greifen Sie zu. Sammlung AMG, Bro. Mercedes AMG C63S, SLS AMG. Ja, wo sind hier meine Mercedes-Freunde, hä? Ach, by the way, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, wenn die ja auch mit gefixt wurde. Wir haben ja hier alles auf Gold, bis auf der Pass. Und das hier auch nur auf Silber. Das Ding ist, lass das mal nochmal alles auf Gold machen, weil wer weiß, was wir da noch in Gold bekommen. Ah, das war das 4. Ach, Digga, das... Oh mein Gott, das war Pain. Komm, es geht 3 Minuten, ne? Ja, wir haben's. Digga, weil ich einfach wie der letzte Assi gefahren bin. Digga, ich hab ihn so zugemacht. Digga, ich hab keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben alles auf Gold. Let's go. Mal gucken, was das für ein Auto jetzt gibt. Weil das nicht immer nur auf Zeit, sondern einfach Renngewinn ist, so mäßig. Zeig mal her. Digga, Halsmaul. Halsmaul, Alter. Digga, das ist so toll. Was müssen wir jetzt für das AMG-Ding machen? Deutsch... Ein Land, ein Auto aus Deutschland. Ja, perfekt. Haben wir. Tipptopp. Mercedes AMG GTS. Barcelona. Ja, schon mal ein Unterschied nach dem letzten Rennen, ne? Digga, Carrera GT. Digga, was für geile Autos fahren hier. SLR McLaren, Bro, holy, was ist hier denn für ein Aufgebot? Was macht ihr denn für Manöver? Ja, Bro, da musst du auch ein bisschen anders Platz machen, ne? Alright. Sehr, sehr gut. War krass, dass, Carrera GT, auch der McLaren, so weit hinten waren. Darf ich was sagen? Finde ich sie nicht, also ich finde die Front nicht so schön. Finde ich, ist für mich nicht so ein geiles Auto. Okay. Weil fünf Runden Nürburgring. Digga, okay, ich werde ins Rennen geschickt, muss direkt
vollbremsen. Digga, was fährt denn da für ein Auto? Was ist das für ein kranker Wagen vor mir? GT1. Etwas zu heller Blauton, ein bisschen dunkler, aber mit schwarzen Felgen. Geil. Pui. Vamos. Ja, also wäre richtig gut gefahren. Ja. Mal gucken. Also die Vierer haben mich noch gar nicht so überzeugt. Wow, eine Einladung von Citroën. Haben wir nämlich noch gar nicht. Auto. Mazda RX-8. Schönes Auto, muss ich sagen. Ja, mittlerweile haben wir echt ein paar, ne? Aber fehlen auch noch sehr viele. Alright, haben wir alle drei zusammen. Sehr cool. Ach, schon eine schöne Kurvenführung. Oh, schönes Ticket. Sammlung Nissan GT-R. Alright, I guess jetzt wird es auch nochmal sehr interessant für absolute Liebhaber. Ich glaube, da werden ein paar Herzen schneller springen. Ich hätte gar keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Aber jetzt erstmal nochmal ein Geschenk. Das heißt, wir sind bestimmt wieder in Asien unterwegs. Da müssen wir mal gucken, mit welchem Auto wir gleich fahren. Auf jeden Fall nicht mit diesem. Gerne Pagani-Einladung. Eine Pagani-Einladung würde ich sehr, sehr gerne nehmen. Bitte. Ja. Er bleibt nicht. Oh mein Gott. Bro, ich hätte gerne die Pagani-Einladung genommen. Bro, das wird jetzt echt wehtun, aber wir können jetzt leider erstmal nicht die nächste Story hier weiterfahren mit unserem Favorite, mit unserem schönen BMW. Wir müssen auf unseren... Ja, wo ist er denn? Er war doch weiß. Nee, er war grau, alles klar. Ja, was meint ihr? 600er LP reicht? Ja, nehmen wir mal Mittelreifen. Ja, mal einen Turbolader rein. Mal einen Rennladeluftkühler. Ja, wir müssen es probieren mit 600. Alright, Freunde. Wir müssen halt echt mit wesentlich weniger LP jetzt ran. Die sehen alle so viel cooler aus. Guck mal, was ich jetzt fahre. Bro, das sieht aus, als wenn ich meinen... Gott, ich trigger damit so viele Nissan GT-R-Fans, ne? Bro, aber der Turbolader klingt so cool. Alright, Rennen einfach bitte so beenden. Naja, come on. Haben uns hier mal den zweiten erhasselt. Weiß nicht, 40, 50.000 haben wir reingesteckt ins Auto. Und haben damit einen niegelnagelneuen GT. Was haben wir denn nochmal? Was haben wir genau gewonnen? Ja, doch. Natürlich einen niegelnagelneuen GTR aus 2017. Premium Edition. Das sieht schon schmackhaft aus, vor allem von hinten. Alright, dann lass uns den auf jeden Fall jetzt statt dem anderen Wagen jetzt nehmen. Wir machen als allererstes die Farbe. Und gucken uns mal, wir müssen uns dafür mal was Neues freischalten. Ja, so Candy Metallic. Finde ich das schon mal ganz cool. Boah, aber sowas finde ich halt safe. Core kommt das bei dem Auto auch geil. Ja, aber ich würde schon hier den Color Shift nehmen, oder? Digga. Digga, auf was für ein Tempo ist der? 300. Guck dir mal das an auf. Oh mein Gott. Oh, ich habe schon Angst, Windschatten mitzunehmen, weil wir. Oh mein Gott, wir sind so krass auf der Geraden jetzt. Ja, da werden jetzt ein paar Herzen aufschlagen, ne? Vor allem, der kostet 450.000, wenn du den so kaufen würdest. Ja, wir sind da auch kleine Tuning-Experten, muss man sagen. Mal gucken, wie er in der ersten Bremse, in der ersten Kurve viel besser. Ich schwöre, okay, Leute, wir sind Tuning-Experten.
Oh mein... Digga, er... Schlechter oder besser, Bro? Es ist ultra kacke. Bro, er kommt überhaupt nicht aus der Kurve. Breite Reifen macht es hier schwerer zu lenken. Ist in Redef auch so. Ja, keine Ahnung, Bro. Ich hab da irgendwie alles verhunzt. Okay, wenigstens Erster werden. Schade. Ey, 10 Meter mehr. Hätten wir es geschafft. Ach, kacke, Leute. Ja, Bro, wir müssen jetzt halt eine Meisterschaft fahren. Mit welchem Auto müssen wir das fahren? Ja. Oh. Wir müssen mit einem Rennwagen fahren. Ist es unser erstes Rennrace? Also wir müssen gar nicht mit dem Nissan fahren vielleicht. Bro, alright, nice. Dann können wir unsere verhunzte Karre einfach ignorieren und mit einem neuen fahren. Ich sag euch ehrlich, GTR haben wir halt leider komplett verkackt, ey. Es tut mir auch ein bisschen weh und leid, aber da müssen wir uns nochmal einen anderen Mal hinsetzen.